Willst du eine Gesellschaft kennenlernen? Dann suche ihre Friedhöfe auf. Das sind die Worte eines Wiener Kulturwissenschaftlers. Und so lassen wir uns über den Augsburger Hermannfriedhof treiben und begeben uns auf eine Reise durch die Zeit. Denn vor allem viele alte Anlagen erzählen spannende Geschichten. So war ein Grab früher viel mehr als heute, die zur Schaustellung von Status. Der soziale Status, der Reichtum einer Familie wurde über das Grab auch dargestellt. Und wer sich gut inszenieren wollte, hat auch ein größeres Grab genommen als jemand, der wenig Geld hatte. Tatsächlich sind die imposantesten Gräber meistens an der Wand entlang, an den zentralen Hauptwegen oder auch an Kreuzungen von zwei Wegen, weil dort die meisten Menschen vorbeikommen. Das heißt, dort wird das Grab und dann auch der soziale Status am besten gesehen und von den meisten Menschen wahrgenommen. Wenn ich irgendwo im Feld liege, sehen mich natürlich nicht so viele Menschen, weil die meisten laufen ja auf den Hauptwegen und nicht im Feld. In großen Anlagen waren früher häufig gleich mehrere Generationen einer Familie begraben. Die Inschriften deuten darauf hin. Hier war es scheinbar üblich, dass nicht nur der Vater den Vornamen an seinen Sohn weitergab, sondern auch die Mutter an ihre Tochter. Vielleicht eine liebgewonnene Familientradition. Auf diesem Friedhof sticht das Grab ins Auge. Mit dem gesellschaftlichen Wandel hin zur Kleinfamilie sind auch die Gräber kleiner geworden und auch schlichter. Nur noch selten erzählen individuelle Gestaltungsmerkmale etwas über die Vorlieben eines Verstorbenen. Und vielleicht liegt hier ja eine Bildhauerfamilie begraben. Dieser detailreiche Kreislauf des Lebens ist auf diesem Friedhof einmalig. Klar ist, dass sich der Umgang mit den Themen Tod und Trauer im Laufe der Zeit verändert hat. Man findet auf historischen Gräbern oft auch so Trauerbekundungen unserer lieben Mutter oder dass man sie sehr vermisst oder in innigen Andenken. Und oft aber verbunden mit einer christlichen Symbolik. Und dann am Ende vom 18. Jahrhundert ändert sich das, dass teilweise die christliche Symbolik in den Hintergrund tritt und man so weibliche Figuren hat, teilweise als Trauernde oder auch in Engelsform, die aber Trauergesten einnehmen und diesen Trauerausdruck einfach symbolisieren. Das ist auch ein Zeichen von so einer beginnenden Verweltlichung. Also die Trauer findet nicht mehr nur im christlichen Rahmen statt, sondern man bekundet seine Trauer jetzt unabhängig vom Christentum. Interessant ist auch der Umgang mit dem Tod eines Kindes. So haben die Namen verstorbener Söhne und Töchter, wenn überhaupt, lange Zeit nur auf der Seite Platz gefunden. Grund war die hohe Kindersterblichkeit. Dieses Konditorsöhnchen, wie es heißt, hat bereits seinen eigenen Stein bekommen. Heute gibt es eine liebevoll und üppig gestaltete Kindergrabanlage. Und dieses sogenannte Fötenfeld war das erste überhaupt in Augsburg. Gut zu erkennen ist auf dem Hermannfriedhof auch die veränderte Rolle der Frau. Früher wurde die Frau eher über den Mann identifiziert. Das sehe ich, wenn der Postamtmann eine Postamtmannsgattin hatte. Und auch die Idealisierung der Frau als Mutter, als liebe Mutter, die sich um die Kinder gesorgt hat, sehe ich oft an den Grabsteinen. Später hat sich das geändert. Die Frauen sind oft auch auf der gleichen Höhe wie die Männer auch eingraviert auf den Grabsteinen, wenn die Breite das zulässt. Und auch die Identifikation der Frau ist eben nicht mehr über den Beruf vom Mann, sondern die Frau ist eigenständig oder hat teilweise sogar eine eigene Berufsbezeichnung. Wobei heute natürlich auch ganz viele Grabsteine ohne Berufsbezeichnung auskommen. Das heißt, ich kann heute nicht mehr so viel darüber ablesen, außer dass es gleichwertig ist. Und so wandeln wir weiter bei unserem Spaziergang über den Hermannfriedhof zwischen den Jahrhunderten hindurch und stoßen auf Berufsbezeichnungen, die es längst nicht mehr gibt. Wir lernen Sibylla von Leonroth kennen, die Erzieherin von König Ludwig von Bayern. Sie ist unter einem echten Carrara-Marmor begraben. Und viel zu viele Steine erzählen von Söhnen, die aus dem Krieg nicht mehr nach Hause zurückgekehrt sind. Der Augsburger Hermannfriedhof gehört mit über 400 Jahren zu den ältesten Friedhöfen der Stadt. Und ja, er ist ein Ort der Verstorbenen und ein Ort der Trauer. Und dennoch ist er kein trauriger Ort. Denn der Hermannfriedhof lässt all die Menschen weiterleben. Unablässig erzählt er neue Geschichten, an deren Ende doch auch immer
die christliche Hoffnung auf das ewige Leben steht.